Hallo und herzlich willkommen in den Lechtaler Alpen auf dem Weg zu den Suwaldspitzen. Und damit auch herzlich willkommen beim Mountain Guide. Kurz und knapp vorab, ihr findet den Link zum Download der gesamten Tourenbeschreibung jetzt oben im Infobutton oder unten in der Videobeschreibung. Die Suwaldspitzen sind im Vergleich zu den Nachbarn, dem Roten Stein und auch dem Hönig eher unbekannt. Es ist nur nicht ganz so offensichtlich, diese zu erreichen. Wie ihr das insgesamt schaffen könnt, das zeige ich euch hier in diesem Video. Keine Sorge, es wird nicht sonderlich schwer. Wir starten bei Bärwang, gehen durch das Elpele oder Elpletal. Ich bin mir gar nicht sicher, wie man es wirklich ausspricht. Ihr dürft in den Kommentaren, dürft ihr mich da gerne korrigieren. Das ist anfangs derselbe Aufstieg wie auch zum Hönig-Rundweg. Videos dazu werden verlinkt und findet ihr auf meinem Kanal. Der Unterschied ist, dass wir bei dem letzten Sattel nicht zum Hönig gehen, sondern der Beschilderung Richtung Suwaldspitzen folgen. Ich habe damals bei meiner Hönig-Tour habe ich mir schon gedacht, oh, das muss ich unbedingt mal machen. Hab das einige Jahre im Kopf gehabt und bin's jetzt tatsächlich angegangen. Mit Hund, wie ihr sehen könnt. Das muss euch schon mal das Signal geben, diese Tour ist nicht wirklich schwierig. Das kann ich auch so bestätigen. Ihr werdet unterwegs keine wirklichen Schwierigkeiten antreffen. Es gibt aber ein paar Dinge, auf die ihr achten müsst. Das eine ist, das Elpeletal ist gerne mal noch lange mit Schneeresten verhangen und die einzelnen Rinnen können sich von Jahr zu Jahr ändern. Das bedeutet, ihr solltet hier aufpassen und es kann sein, dass ihr da auch hin und wieder einen kleinen Umweg gehen müsst. Zusätzlich ist der Weg bis auf ein Schild nicht ausgeschrieben. Das bedeutet, ihr werdet jetzt gleich hier am Sonnenbergsattel, findet ihr ein Schild mit der vorderen Suwaldspitze, die hintere ist gar nicht ausgeschrieben. Der Weg ist nicht schwierig, aber ihr benötigt hier Orientierung und auch Trittsicherheit. Der Pfad führt uns am Hang entlang auf die vordere Suwaldspitze hin. Wir sehen das Kreuz schon recht früh und müssen hier einige Rinnen überqueren. Zwei, drei davon sind ziemlich steil, achtet hier, wo ihr hintretet. Am Ende erreichen wir eine kleine Anhöhe, da sind wir jetzt angekommen und danach wird es ein bisschen knifflig. Ihr seht beide Gipfel plus den hohen Schroffen, glaube ich heißt er, das ist diesmal nicht unser Ziel, den könnt ihr ignorieren und wenig Weg. Beziehungsweise am Anfang, wie ihr hier gerade sehen könnt, noch viel Weg. Wichtig ist, dieser Felszinken, den ihr hier gerade gesehen habt, das ist der kleinere von den beiden, an dem orientieren wir uns. Orientiert euch in diese Richtung und ihr werdet merken, bei diesen Latschen, wie ihr dann sehen könnt, geht der Weg weiter in Zickzack nach oben und ihr erreicht den Pass, beziehungsweise erreicht ihr den Grat. Hier könnt ihr jetzt entscheiden, welchen Gipfel ihr zuerst machen wollt. Ich bin tatsächlich zuerst zur hinteren Suwaldspitze gegangen, weil das der höhere Punkt ist, das war mein Hauptziel. Wichtig hierbei ist, das letzte Stück ist ausgesetzt, bedeutet, da ist kein Pfad. Das sind einfach nur lose Steine, aber es ist nicht schwierig. Die vordere Suwaldspitze ist überhaupt nicht schwierig, da kommt ihr auch mit einem Pfad hin. Und dann, wie ihr hier schon sehen könnt, die wunderschöne Aussicht genießen. Ich denke, wer da sitzt, der hat wenig, worüber er meckern kann. Wer jetzt Lust hat, kann den Rückweg noch spannender gestalten. Ihr könnt entweder einfach so zurückgehen, wie ihr gekommen seid. Ihr könnt den hohen Schroffen noch mitmachen. Problem hier ist, auch dort gibt es keine wirklichen Wege. Ihr müsst euch also durch das Terrain arbeiten. Am empfehlenswerten ist es aber, wenn ihr den Rückweg über den Hönig geht. Sprich, ihr macht einen kompletten Rundweg über die Suwaldspitzen und als Rückweg nehmt ihr den Hönig. Hier könnt ihr dann, wenn ihr am Gipfel angekommen seid, entweder den Direktabstieg wählen, da gibt es ein Video von, oder ihr nehmt die lange Abstiegsvariante, auch da gibt es bereits ein Video von. Ihr findet alles unten in der Beschreibung.
Prinzipiell war es das schon an dieser Stelle. Wie gesagt, ihr braucht hier einen erhöhten Orientierungssinn. Ansonsten ist diese Tour durchaus machbar und im Vergleich zu seinen Nachbarn wesentlich ruhiger. An dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß und nicht vergessen, nur mit Mountain Tour Guide erreist ihr die Gipfel gescheit.